Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. RB Leipzig gegen 1. FC Köln. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt es auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Auf der Gegenseite sehen wir übrigens die gleiche Formation. Beide Teams also mit einem 4-4-2 heute. Die Anhänger des 1. FC Köln verbindet ja seit einigen Jahren eine tiefe Freundschaft mit den Fans von Borussia Dortmund. Wie kam es denn dazu, Buschi? 2011 war das. Der FC gewinnt gegen Leverkusen, gerade gegen Leverkusen, und verhilft damit dem BVB so zur Meisterschaft. Das werden die Schwarz-Gelben ihnen nie vergessen. Auf geht's, Köln hier mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie in die Partie kommen. Davy Selke. Super dazwischen gegangen, da haben sie den Ball wieder. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Er kann es machen. Tolles Tor! Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Nochmal die Wiederholung des Tors. Zunächst die Flanke und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Steffen Tigges. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Und dann kommt der Pfiff doch noch. Freistoß. Sie hätten sich hier in dieser Anfangsphase über Gelb nicht beschweren dürfen. Aber die Schiedsrichterin sagt, eine Ermahnung reicht aus. Aber ich denke, sie sollten sich jetzt mehr zurücknehmen. Alles ein wenig verbissen hier. Keine echte Torgefahr. Kunku. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da holen sie sich den Ball, sah vielversprechend aus. Steffen Tigges. Tick zu lang. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Das kann gefährlich werden. Er versucht's. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Ja, Flanke kommt kurz. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Den hat er förmlich geahnt. Ja, da ist Platz jetzt.
Es gibt Freistoß für Köln. Deutliche Ermahnung. Noch so eine Aktion und dann ist das Gelb. Das war kein gutes Einsteigen. Solche Freistöße sind natürlich kein echtes Problem. Gehalten. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Sie versuchen es. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Könnte gefährlich werden. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Er verliert dann zunächst den Ball, aber dann immerhin das Tor noch verhindert. Also am Ende eine gute Parade. Ja, aber die Gefahr hat er natürlich selbst heraufbeschworen. Das war schon ein dicker Bock. Ballerobo. Geduldig, mit viel Übersicht, durchaus vielversprechender Angriff. Es gibt hier die Ecke. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Ball kurz gespielt. Und jetzt der Zug nach innen. Oh, daneben. Werner lauert in der Mitte. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Abwehr nicht aufmerksam genug und dann können Sie diesen Nachschuss halt auch verwerten. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Da ist die Chance. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Timo Werner. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass und dann trifft Timo Werner. Klar, kurze Distanz, die Dinger hat er drauf. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Der geht genau auf den Torhüter. Nkunku. Dani Olmo. Er zieht vorbei. Da ist ja alles offen. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann sieht es ja mühelos aus, wie Timo Werner den Ball unterbringt. Thank you.
eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Timo Werner. Schießt er ihn rein. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ja, sie nehmen die kurze Variante. Jetzt der Schuss. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Guter Vorstoß jetzt. Schön durchgesetzt. Gehalten. Stark gemacht. So, die kurze Variante. Zieht in die Mitte. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Ne, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Pass kommt nicht an. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung. Bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Der 1. FC Köln jetzt mit dem Freistoß. Harte Aktion, aber kein Gelb. Er weiß natürlich auch, wenn er eine Schonfrist vom Schiri hatte, dann ist die in diesem Augenblick vorbei. Sie klären. Das ist jetzt seine Chance. Der muss da drin sein. Super gemacht, er macht sein nächstes Tor. Nummer 2 am heutigen Tage, er zeigt, wie torgefährlich er ist. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Nkunku. Die Flanke jetzt. Der Ball war nicht platziert genug. Erste Halbzeit läuft ganz in ihrem Sinne, Buschi. Ist eigentlich alles optimal gelaufen. Sieht sehr gut aus. Was soll der? Ah, oh, da können sie es machen. Ah, schade. Abseits. Der läuft ein wenig zu früh los. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Oh, da ist er durch. Der Ball ist drin. Oh, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer.
Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6:1 jetzt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Sie verlieren den Ball. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Sehr gut gemacht vom Torhüter. So, Ecke kommt. Die Chance jetzt. Gehalten, aber weiter aufpassen. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Bisher läuft es richtig gut für die Leipziger. Mal sehen, wie sich diese Partie noch entwickelt. Henrichs. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Stark gearbeitet hier. Da geht er vorbei. Volley genommen. Ganz sichere Parade. Die kurze Variante. Guardiol. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ja, das ist die kurze Variante. Dribbling in die Mitte. Da passt er auf, Ball geklärt. Der 1. FC Köln jetzt mit dem Freistoß. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Viel hat da nicht gefehlt. Sie wechseln also aus. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Kampel. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. In den freien Raum. Aber sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Es gibt Freistoß für Köln. Schiri lässt ihn da ohne Karte davonkommen. Oh nee, das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Nkunku.
Jetzt ist der Platz da. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Einwurf. Der Ball war draußen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Guter Ball, aber auch gute Parade. Jetzt der Eckball. Chance zum Konter jetzt. Ah, da wäre jetzt Platz. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben. Tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Ball im Aus, Klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Der erste FC Köln mit Platz auf Außen. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Stark gemacht. Er erzwingt den Ballverlust. Das macht er gut. Der muss doch drin sein. Das Tor, Volley genommen. Ganz starke Szene. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein und dann ist es schön zu sehen, wie er den Ball erst aufprallen lässt, wie er sich die Zeit nimmt und den Torhüter ganz ruhig überlässt. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Und da zeigt er, das ist jetzt seine Chance. Und da ist jetzt Platz. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein. Dann macht er das super. Kommt perfekt hinter den Ball bei diesem Volley. Und der Keeper hat keine Chance. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Oh, da ist er durch. Er nimmt den Volley. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wir blicken auf die Wiederholung. Da ist die Flanke. Und dann ist dieser Volley natürlich richtig gut. Der Keeper ist machtlos. Den Ball hat er super getroffen.
dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Keins. André Silva. André Silva! Gehalten, macht er gut. Ball kommt kurz. Er holt sich den Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Leipzig über außen. Achtung! Klasse aufgepasst vom Torwart. Kurzer Eckball. Gut, wie er den Ball abblockt. Ja, wird hier gut unterstützt. Chance für Nkunku. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Die kurze Variante. Zug zum Tor jetzt. Wichtig, den Ball hat er sicher. Klasse Aktion, Ball ist weg. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Das macht er gut. Der Versuch mit dem Lupfer. Stark gemacht, lupft den Ball, viel Platz ist da gar nicht. Kurze Entfernung, aber drin ist er. Die Wiederholung dieses Tores nochmal. Was für ein Lupfer. Da muss alles stimmen, war hier der Fall. Maßarbeit. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Dani Olmo. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Der Ball beim Torhüter. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Ein fantastischer Treffer. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Gutes Tackling. André Silva. Flanke jetzt auf den Kunku. Er ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Ecke kommt kurz. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und das gibt erneut Eckball. Kurz ausgeführt. Dribbling in die Mitte. Das macht er sicher. Nächste Chance. Noch eine Ecke. Ah, kurz ausgeführt.
Da kommt der Schuss. Jetzt ist er drin. Und da war wohl ein Abwehrspieler noch dran. Da fälscht er den Ball ab. Wir sehen hier nochmal die Entstehung des Tores. Ja, und da wird der Torhüter auf den falschen Fuß erwischt. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Die reinste Tormaschine heute. Da müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Besser geht's kaum noch. Eine überragende Leistung.